Ich bin Daniel Bessler und ich arbeite als Herrengewandmeister an verschiedenen Theatern in Deutschland. Die Arbeit am Theater macht wahnsinnig viel Spaß, weil du mit verschiedenen Gewerken und Leuten gemeinsam eben auf ein bestimmtes Ziel, sprich eben eine Theateraufführung auf der Bühne hinarbeitest und damit auch letztendlich den Zuschauer mit einem Produkt oder einer Aufführung was ganz Besonderes geben kannst. Also Kleidung haben in meinem Leben relativ hohen Stellenwert, weil sie auch ganz stark mein Gefühl und meine Emotionen ausdrücken. Also ich kann abends noch nicht entscheiden, was ich am nächsten Morgen anziehen möchte. Und wenn ich das wirklich entscheiden müsste, würde ich mir mindestens zwei Optionen bereitlegen und dann morgens entscheiden, was ziehe ich davon wirklich an. Auf jeden Fall verändert uns Kleidung in unserer Gesellschaft. Wir werden über die Kleidung wahrgenommen, ganz stark. Und wenn man Kleidung zum Beispiel als Ausdruck eines Protestes der Gesellschaft gegenüber trägt, dann bekommt man auch, sag ich mal, die Reaktion der Gesellschaft auf deine Kleidung und darüber die Reflexion, wie du als Persönlichkeit wahrgenommen bist, also relativ stark zu spüren. Kleidung wird eben nicht als Kostüm wahrgenommen und ich bin der Meinung, es ist ein Kostüm, weil du dich ja eben verkleidest, um dich anderen gegenüber darzustellen. Sei es eben, ja, wie gesagt, auch wieder, um dich vor der Gesellschaft darzustellen, um dich vor dem Arbeitgeber darzustellen und so weiter. Oder auch deine Gefühle darzustellen, ist es immer ein Ausdruck über deine Kleidung. Wenn man wirklich versucht, über die Wahl der Kleidung die Welt zu verändern, dann setzt man ein Statement natürlich darüber, dass man in dem Sinne keinen Stil pflegen kann oder keine Linie pflegen kann und sagt, sieh her, ich trage fair gehandelte, fair produzierte Kleidung, ist auch ein Statement. Ob sich das nun mit dem Begriff Mode per se verträgt, wage ich zu bezweifeln oder zumindest in Frage zu stellen. Also ich würde auf jeden Fall Kleidung nicht neu kaufen, sondern tun nichts eben gebraucht oder Secondhand. Es hat auch einen ganz besonderen Charme. Man kann also wirklich einen Stil damit pflegen. Man kann auch ein bisschen eine andere Zeit vielleicht darstellen oder leben wollen über gebrauchte Kleidung, was ich auch sehr charmant finde. Und ja, was soll ich da sagen? Also auf jeden Fall wird es dem kommerziellen Bekleidungsmarkt definitiv nicht zugutekommen. So, was ich da ganz wichtig halte. Oder es anfertigen zu lassen aus, was weiß ich, guten handgewebten Materialien, wenn man weiß, wo man sie bekommt. Könnte fair sein. Ich bin in der glücklichen Lage, auch einiges selbst machen zu können. Wobei ich Kleidung zum Beispiel nie über den normalen Bezugsweg erwerbe. Also ich gebe nicht den gewünschten oder geforderten Preis eines Herstellers für Kleidung aus. Ich kaufe immer erst später, wenn es reduziert. Ich denke, ich setze auch damit ein Statement, um zu sagen, ich bin nicht der Bedarf, den ihr euch errechnet habt. So.